Ja Leute, willkommen zurück zu The Last of Us Part 1. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin im letzten Part leider ein paar Mal bei dieser Aufgabe, die diese Infizierten, also quasi die Clicker und Runner zu besiegen. Aber ja, ich bin leider gescheitert am Ende. Und ja, ich habe seitdem jetzt nicht mehr weitergespielt. Das Geile ist ja an der Konsole, dass man quasi eine Stunde oder zwei, in meinem Fall eine Stunde warten muss. Dann schaltet sie sich quasi aus. Und ja, natürlich versuche ich in dem Sinne weiterhin mein Glück. Wobei ich dazu sagen muss, ich werde das jetzt etwas anders versuchen. Nein, ich habe nichts offscreen gespielt. Ja, wenn ich ehrlich bin. Nein, ich habe ja keinen. Hab mich der jetzt. Wieso erkennt mich der? Ja, ihr habt es gerade gesehen. Ich habe mich nicht bewegt und der hat mich trotzdem gehört. Okay, so fängt der Part schon mal super an, ne? Ja, ist egal. Ich weiß gar nicht mal, woher der jetzt genau kam eigentlich, ne? Egal. Ja, ich will die nicht abballern, weil ich habe aber auch kein Messer mehr. Wäre jetzt mal sehr interessant. Ja, ich bewege mich eh so langsam. Eh so wie im letzten Part. Bewege ich mich eh relativ langsam voran. Oh, da ist ein Cola-Automat. Ja, ich befürchte, ich muss hier noch. Also. Wieso ruft er nach Tess? Ach so, wegen der Hilfe wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt bin ich eh weit genug von den Klickern. Habe ich das im letzten Part etwa übersehen? Kann ich mir jetzt wieder ein Messer machen? Ja, cool. Das heißt, den nächsten Klicker können wir dann erledigen. Ja, wir haben herausgefunden, dass die Runner und die Clicker, wie gesagt, verschiedene Infektionsstadien sind. Während man die Runner, also die Runner sehen uns, die kann man relativ leicht verprügeln oder auch erschießen. Also im besten Fall sogar erwürgen. Nur bei den Clickern muss man fast mit dem Messer agieren, weil, ja, die halten halt leider etwas mehr aus, auf gut Deutsch gesagt. Okay, die Tür geht nicht auf. Ja, wir könnten das Messer benutzen. Ja, scheiß drauf. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt was gebracht hat. Ach, da ist wieder Alkohol, oder? Was ist das? Ja, Pistolenmunition, Revolvermunition. Cool. Ja, okay, vielleicht war das jetzt ein Fehler, aber nochmal Material, nochmal was auch immer das war. Moment mal, ich schau mal eben nach. Wir können uns nochmal. Okay, ja, wir machen uns noch ein bisschen. Ach! Einfach verbrennen. Moment. Fähigkeiten. Lauschmodus, Distanz. Nee, ich würde sagen, das nächste Mal machen wir eher die maximale Gesundheit etwas höher, ganz ehrlich. Moment mal. Erhöht die Lauschmodus. Nein. Nee, das. Achso. Moment mal, warum? Ach so. Okay. Nein, ich wollte einfach nur nicht, dass er das Medipack in der Hand hält. Wisst ihr was? Ja. Vielleicht müssen wir diesen Freak ja wirklich mit den Molotows ausschalten. Das scheint mir irgendwie sogar logisch. Probieren wir es mal. Sterben die gleich oder? Okay, der rennt da gleich hin. Ach, das sind zwei, drei. Ach du Scheiße, Leute. Ja, die Frage ist, sind die jetzt alle tot oder nicht? Ja, ich verstecke mich hier ein bisschen, weil. Ja, ich muss das Licht ausschalten. Ich weiß, sie sehen mich nicht, aber das irritiert mich persönlich etwas.
Oh Mann, die Geräusche. Okay, habe ich jetzt. Okay, im Endeffekt habe ich jetzt leider nur einen erledigt. Aber besser einen als gar keinen, würde ich mal sagen, ne? Ja, natürlich muss ich mich verstecken, Leute. Tut mir leid, aber. Moment mal. Kann ich die Flasche eigentlich ablegen? Moment mal, wir werfen die Flasche einfach. Moment mal. Ja, aber es zeigt mir nämlich hier. Ach, wir haben eh. Wir hätten ja eigentlich einen Stock. Warum benutzt er den? Achso, den Stock benutzt er automatisch, wenn er zuschlägt, ne? Ja, hört mal auf zu schreien, ihr scheiß Klicker, ey. Aber jetzt dürften wir uns relativ einfach vorbei bewegen, oder? Ja, ich probier's zumindest, Leute. Ja, Pistolenmuni können wir immer brauchen. Ja, wir schaffen's, Leute, cool. Warum bin ich nicht gleich auf die Idee gekommen, den Molotow zu benutzen? Ja, manchmal bin ich echt ein Spätzünder, was das betrifft. Aber cool, dass wir es geschafft haben. Jetzt ist nur die Frage, rauf oder runter? Ja, wir schauen uns sowieso. Ach so, da geht's gar nicht weiter. Ja, nachdem diese Freaks so geräuschempfindlich sind, bleibe ich mal in der Hocke. Und ich weiß ja nicht, ob oben auch noch was ist. Oh Mann, was hört man denn da? Sind das Runner? Hört sich fast so an, ne? Ach, da ist einer. Was ist denn mit dem, Alter? Ja, erledigen wir ihn einfach, ne? Lautloser Kill. Ach so, und ihr müsst nicht die Tasten drücken. Nein, er macht das von selber. Ja, bei der PlayStation 3-Version habe ich gedacht, man muss ihn extra, man muss die gedrückt, man muss sie dauerhaft drücken. Nein, stimmt nicht. Ist da Test drin? Okay, die. Wenn das jetzt die. Ru Aua! 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 Verpiss dich, du scheiß Runner, ey! Ich glaube, das sind zumindest Runner, oder? Jawohl. Ja, ein bisschen Action gehört ihr dazu. Behauptet ja keiner, ne? Jawohl. Okay, jetzt hätte ich fast Ellie getroffen. Hab ich das. Ja, fick dich. Entschuldigung für den Ausdruck, aber ist so. Nein! Oh Mann, jetzt bin ich kurz vorm Verrecken. Nein, 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 nein. Du killst mich nicht, Kumpel. Ja, ich muss mich verbinden. Eindeutig. Ich habe ja Gott sei Dank noch was. Ja, ich muss eindeutig die Gesundheit dann mal raufpöbeln. Aber, Moment mal. Ich würde sagen, ja, wir haben da nur noch 3 Schuss, deswegen wechseln wir mal zum Revolver. Der hat nämlich noch 16 und da haben wir ein bisschen mehr Nachlademunition. Ob ich jetzt die Flasche brauche, weiß ich nicht. Oh Mann, war das knapp, ey. Aber geil gemacht. Also da kann man sagen, was man will. Ein bisschen schleichen, ein bisschen. Ist da was drin? Okay, das war jetzt eigentlich nur Zufall, dass ich das jetzt probieren wollte. Ja, die Scherben könnte man ja auch rein theoretisch dazu verwenden, diesen Dingern einfach die Kehle durchzuschneiden oder so. Wäre jetzt zumindest mein erster Einfall. Aber gut. Ja, das Museum ist echt schön. Ja, ich suche alles ab, Leute. Ihr wisst es ja. Was ist das? Nee, brauchen wir alles nicht. Okay, dann sind wir eh hier fertig, oder wie? Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Ja, Ellie, du zuerst, bitte. Obwohl es ja immer heißt, Alter geht vor Schönheit, aber in diesem Fall. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass ich Ellie nicht hübsch finde, ganz im Gegenteil.
Meine, sie ist ja noch so jung. Aber wir haben es geschafft, Leute. Aber so wird es uns öfters mal gehen, dass wir versagen oder dass wir gelegentlich mal verrecken an einer Stelle mehrmals. Aber das kennt ihr eh von meinen Let's Plays. Wir müssen irgendwie rüber. Da ist Irgendwie. es. Unser Ja, Ziel. man sieht ja eh schon. Ach, da müssen wir hin. Alles klar. Ja gut, wir sehen hier eh das Brett. Ja. Ja, ich kenne, wie gesagt, ein paar, also sagen wir es mal so, gewisse Stellen im Spiel. Wie gesagt, gewisse Stellen im Spiel kenne ich ja verhältnismäßig, muss ich ehrlich sagen, ganz gut. Und andere wiederum fast gar nicht. Wir müssen hier eine Brücke machen. Ich bin gerade. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen. Und ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Hier um die Ecke. Kommt. Geh weiter, Kleine. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen vorweggreife, aber ich denke nicht, dass Joel jetzt wegen dieses Auftrags ein bisschen angepisst ist. Ich denke, und ich sag's jetzt einfach geradeaus, da das Spiel eh nicht mehr so, also es ist ja im Prinzip nur ein Remake des alten, und ich glaube, wir alle wissen, was ihn bedrückt. Irgendwie erinnert ihn Ellie wahrscheinlich an seine verstorbene Tochter, ne? Weil Sarah war ja ungefähr im gleichen Alter, glaube ich. Schon wieder was zu lesen, ich hasse es. Befehle, Treffpunktbereich patrouillieren. Stellen Sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht, bevor Sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Handschriftlich, sie muss gut ernährt und bei bester Gesundheit sein. Ihre Sicherheit hat absolute Priorität. Mal an. Er hat ein Firefly-Zeichen auf dem Arm. Wo? Was, wenn wir hinkommen und alle sind tot? Ich sehe da nichts, Und oder? woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Haben wir jetzt eigentlich bei der Pistole? Ich schau noch mal. Es muss einfach. Nein, nein, nein. Wir haben trotzdem beim Revolver deutlich mehr. Das heißt, wir müssen mit dem Revolver eine Weile umgehen. Ja, ihr kennt das ja bestimmt, ne? So. Ja, wie, ach so, ich sehe schon. Ja, wie gesagt, gewisse Stellen im Spiel sind sehr logisch. Bei anderen denkt man sich dann wiederum, Ja, die Steuerung ist ja etwas dämlich. Wobei man dazu sagen muss, Joel richtet sich's eh schon so, wie man es braucht. Moment. Was? Achso, ich bin nicht direkt. Ja, das muss man hier sehr genau machen, weil sonst die werten Damen nicht hinkommen. Oder? Jetzt. Nein, noch immer nicht. Ja, etwas gerade, Joel, genau. Wieso? Ach so, ich hab's gerade gecheckt, ja. Ja, ich check die Steuerung gerade nicht ab. Aus irgendeinem Grund. Ja, ich habe es gerade gesehen, dass man hier rauf muss. Ich wollte schon über den Stacheldraht klettern, aber das wäre etwas schlecht, würde ich mal so sagen. Hoch und rüber. Hoch und rüber, immer wieder. Keine Ahnung, sei nicht zwider. Ja, zwider ist so ein typisch Nein, nein. österreichischer Ausdruck. Ein Edgeworth, Autofriedhof? Edge.
Wir sind so gut wie da. Cool. Nur, dass es klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Okay, Ellie kann nicht schwimmen. Ja gut, in dieser Zeit schwimmen zu lernen, ist wahrscheinlich irgendwie, nennen wir es mal, Luxus. Ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Ach, jetzt auf einmal ist es kein Ding. Egal. Ist das jetzt das Rathaus? Main Building. Okay. Ja, das kennen wir eh alle vom Amt und von den Behörden. Hat ja jeder Ort sowas, ne? Obwohl es bei uns eigentlich nicht Rathaus heißt, sondern bei uns heißt es einfach nur Amt. So, da gehen wir mal rein. Nein. Nein, nein. Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Oh Tess? Gott, vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch So gehen? weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. wir sind Das ist Überlebende. die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht. Zeig es mir. Oh Gott. Ach. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch Oh ihr nein, Versteck. nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich schaffe euch Verdammt. Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Wir wissen, dass ihr da drin seid. Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen raus. Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Ohne uns stirbt sie da. Stopp! Du bleibst nicht bei mir. Wir müssen weg. Oh Mann. Leute, wenn ich das jetzt so richtig interpretiert habe, also, Tess wurde wahrscheinlich genau in dem Moment, wo wir gesehen haben, dass dieser Runner, glaube ich, war das, sie gebissen hat. Und wir haben aber nicht gesehen, dass sie gebissen wurde. Sprich, sie weiß, dass sie genauso wie bei Resident Evil oder The Walking Dead, dass sie wahrscheinlich sterben wird, beziehungsweise sie, also zuerst sterben wird und dann sich verwandeln wird. Sie will das nicht und sie hat genau das erkannt, was jetzt schon eine Weile im Raum steht, seitdem wir gesehen haben, dass Ellie infiziert ist. Ja, Ellie ist wahrscheinlich in diesem Fall deswegen
wollte Marlene sie ja im Endeffekt wegbringen, also Richtung Westen. Ich kann sie aussprechen, es ist Washington, wo wir sie hinbringen sollen. Sie trägt anscheinend eine Art Immunsystem, beziehungsweise sie hat in ihrem Immunsystem eine Art Gegengift in ihrem Blut. Und deswegen sollen wir sie dahin bringen, damit... Ach du Scheiße. Und Tess hat sich jetzt, also Tess opfert sich jetzt quasi, um damit Joel Ellie sozusagen als letzte Rettung gegen diesen Virus in Sicherheit bringen kann. Ach du Scheiße, ist das krank, Leute. Joel hat eh schon so viel verloren. Seine Tochter, damals seine Frau. Gut, da ist jetzt nicht so viel bekannt, aber man erkennt, dass er Tess geliebt hat, ne? Ja, dann müssen wir jetzt schauen, dass wir hier wegkommen. Nur wie ist die Frage? Wir gehen hoch. Kommt man vermutlich raus. Ballerei. Oh nein. Oh nein. Ja, in so einer Welt muss man absolut skrupellos sein und keine Rücksicht mehr auf andere nehmen, schon gar nicht auf Freunde und sowas. Sie neutralisiert. Sie hat zwei Männer getötet. Verstanden? Oh mein Gott. Du, brich die Tür auf. Du, komm mit. Tess. Ja, Sir. Nein. Nein. Sie haben wirklich Tess umgebracht. Ja, sie wollte ja nicht. Sie wollte sich ja nicht verwandeln, also sprich... Ja. Ja, sie wollte ja leider Gottes nicht. Sie wollte sich ja nicht verwandeln, deswegen hat sie das jetzt genutzt, um uns noch irgendwie, nenne es mal, behilflich zu sein. Aber wie soll ich. Ja, das heißt, der Weg geht jetzt alleine weiter, ne? Ah, wieder ein Haufen Materialien. Ja, das Spiel wird noch sehr viele, nenne es mal, traurige Aspekte mit sich. Aua! Jawohl, zumindest mal einen davon. Ah, aua, 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 aua. Ist er tot? Nein. Ja, der Revolver ist allerdings wirklich deutlich besser als die Pistole, will ich jetzt mal behaupten. Nur sie dauert mit dem Nachladen deutlich länger. Mhm. Vielleicht hat er jetzt hoffentlich Muni dabei. Nein. Nein, nein, nein. Okay, die haben sogar... Die haben Maschinengewehre. Ach du Scheiße. Ja, wie gesagt, ich bin nicht unbedingt der Beste im Schießen. Aua. Nein, 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 nein. Nein, ja, das wusste ich. Genau im falschen Moment nachgeladen. Gut, das war jetzt mein Fehler, davon abgesehen. Ja, das war ein herber Rückschlag jetzt. Ja, wir haben es gesehen. Mhm. Ja, Tess musste jetzt leider sterben. Komm, Ellie, bitte. Ach so, wir haben ja schon alles eingesammelt. Ach so, das Zeug ist dann immer... Ja, ich weiß. Was soll ich machen? Verstecken wir uns gleich mal hier. Mhm. Ja, rein theoretisch können wir auch raus, ohne zu kämpfen. Oder? Mhm. Ja, wieso? Jawohl. Ja, es gibt immer noch Blumen. Ist zwar jetzt in diesem Spiel völlig ihre leere Wand, aber immerhin noch was, noch irgendwas Schönes, ne? Hey, da hat er etwa eine Knarre für uns? Geil. Was genau ist das? Ein Scharfschützengewehr, oder? Mhm, ein Jagdgewehr, neue Waffe. Mhm. Die Frage ist nur, sollen wir es gleich verwenden, oder... Tippe R1 an, um Waffe schnell zu wechseln. Moment. Ah, okay. Nice. Ja, ich kann euch jetzt schon mal... Was machen wir? Joel? Ich hab es. Ja, das wird wieder so ein Part, wo ich mit Sicherheit ein paar Mal fehlen werde, aber das kennt ihr ja von mir, ne? Also, hm.
Ja, aber wir können die alle nicht ausschalten. Ich meine, könnten wir schon, aber... Ja, kommt es darauf an, in welche Richtung der Pisser hier geht. Links oder rechts? Ja, ich könnte ihn ausschalten, aber wenn ich ehrlich bin, spare ich mir das jetzt, weil sobald der eine drauf geht, sieht mich der. Nein, der sieht mich nicht. Nein, der sieht mich Gott sei Dank nicht. Ich weiß nicht mal, in welcher Richtung der andere jetzt läuft. Ja, rein theoretisch könnte ich den jetzt mit der Ding einfach so abknallen, aber ja, soll ich? Ja. So, jetzt lauf. Munition. Ja, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt klug von mir, aber nehmt's mir nicht übel, wenn ich das jetzt so sage, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur schleichen müssen, ganz ehrlich. Ja, den Stock, der ist jetzt zwar vielleicht ein bisschen für den Arsch, aber sei es drum, sei es drum. Ellie, bist du da? Wir müssen durch den Gang. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Also dasselbe wieder wie vorher. Das heißt, es war jetzt eigentlich etwas für'n Arsch, dass ich den Typen da abgeknallt habe. Nein, das war nicht für'n Arsch. Eigentlich nicht. Aber wir müssten definitiv durch das Gebäude, er hat's ja gesagt. Oh oh, oh oh, oh oh. Ja, das sind zwei hintereinander. Fuck. In welche Richtung gehen die? Ah, da sind sie. Die gehen also quasi in die andere Richtung. Ich weiß nicht, wie ich sie ausschalten soll oder ob ich sie überhaupt ausschalten soll. Ganz wichtig ist, immer so, also blöd gesagt, immer so vereinzelt, dann sind sie ja nicht so gefährlich. Was ich so mitgekriegt habe. Ja, der eine bewegt sich jetzt dahin. Was? Firefly-Scheiße hinter uns. Na, 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 na. Firefly. Firefly-Scheiße. Eigentlich müsste ich dir Was jetzt geht aussch. denn? Ellie, du bist so dumm. Nehmt's mir nicht übel, wenn ich es so sage, aber das war jetzt eigentlich von Ellie Strau, ja, Stroh dumm. Weil sie hätte jetzt eigentlich. Ja, eigentlich soll ich es wagen, Leute? Ich weiß ja nicht, in welche Richtung er geht. Oder patrouilliert er jetzt hier absichtlich in diese Richtung? Nein, er geht sogar. Auf meiner Seite ist nichts. Auch nicht. Schnapp sie. Nein! Lauf, Ellie! Ellie, lauf! Jawohl, wir haben es geschafft, ohne jemanden zu töten. Obwohl das jetzt nicht gut ist, weil wir hätten wahrscheinlich Muni einsammeln können. Shit. Wie geht's jetzt weiter? Verdammt! Habe ich es jetzt falsch gemacht? Wow. Okay, wir haben immerhin. Ob das jetzt im Übrigen nötig ist, weiß ich gerade, ehrlich gesagt. Moment mal, haben wir noch. Nein, wir haben gar keine Mullis mehr. Egal. Ja, ich bin mit dem Scharfschützengewehr, beziehungsweise Jagdgewehr in diesem Fall, echt nicht gut. Nee. Habt ihr, glaube ich, eh schon ein bisschen mitgekriegt. Ja, die haben ja noch dazu Schutzwesten an und so, ne? Okay.
Ja, ich muss hier äußerst genau zielen. Das ist ja das Problem hier. Nein. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Jawohl, der ist auch down. Nein, der ist doch nicht down. Komm schon. Ja, wenn das Nachladen bei Joel nicht so lange dauern würde. Ja, beide Männer. So. Ja, jetzt haben wir keine Muni mehr. Nee, hilft nichts. Wir müssen hier durch. Ja, ich renne jetzt direkt in den Tod hinein wahrscheinlich. Aber wir müssen durch. Ja, das war jetzt voll für den Arsch. Aber Moment. Ja, ich verarzte mich nochmal, weil sterben will ich jetzt auf der Zielgeraden ehrlich gesagt auch nicht. Jawohl. Nein. Wo überhaupt hin? Wo überhaupt hin? Ach so, Ellie weiß, wo es hingeht. Schätze ich mal. Ja, aber Leute, ich muss trotzdem an dieser Stelle den Part beenden. Es sind eh schon wieder über 30 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zusehen. Ja, hinterlasst eventuell Like und einen Kommentar. Oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu The Last of Us Part 1. Bis dahin, macht's gut, Leute.